Tom Wiesekl hier vom Mobile Technology. Wir sind im Hauptstadtstudio im wunderschönen Berlin, sitzen an der Spree und ich bin hier mit Markus Bukowski. Markus, hallo. Hallo Tom. Markus, wir haben das erste Mal dieses Jahr die Mobile Tech Conference mit der IoT-Con verknüpft. Findet überhaupt das erste Mal statt. Wo siehst du da die Anknüpfpunkte zwischen diesen beiden Disziplinen? Ja, das ist eigentlich in gewisser Weise so der nächste logische Schritt. Hardware zu entwickeln wird deutlich einfacher. Es ist nicht, ich brauche nicht mehr all diesen großen Maschinenpark, den ich früher brauchte. Also man, böse Zungen behaupten schon, es ist mittlerweile so einfach, ein Device zu entwickeln, als es früher war, eine App zu entwickeln. Aber ich sehe da eben sehr viel Potenzial. Es ist deutlich einfacher geworden, Connected Devices zu entwickeln. Und die brauchen natürlich eine Steuerung. Und die Steuerung läuft logischerweise über eine App. Und so treffen sich diese zwei Welten. Also ist das Smartphone am Ende ein Hub für das Device? Es ist zuerst auf alle Fälle mal das Steuergerät für das Device. Wer der letztendliche Hub sein wird, das ist noch eine der spannenden Fragen. Speziell, wenn es um so Sachen wie Home Automation geht oder so. Wir erinnern uns an die legendäre Nest-Übernahme von Google Anfang des Jahres. Wer da jetzt der Hub wird, werden wir noch sehen. Ich glaube nicht, dass es die App wird. Ich glaube auch nicht, dass es das Smartphone wird. Ich glaube dann eher, dass es die Cloud wahrscheinlich wird. Also ein nicht sichtbarer, für uns nicht greifbarer Hub. Okay. Du hast heute auch auf der Mobile Tech Con deine Mobile Trends vorgestellt für das nächste Jahr. Wo wir gerade bei dem Thema Hardware sind, was wird denn im Bereich IoT der nächste Trend? Was kommt als erstes an bei den Nutzern? Ja, die Frage ist ja immer genau, was wird das Erste sein, was eine gewisse Massentauglichkeit erreicht? Das Erste, was wir bisher hatten, waren diese Fitness-Tracker. Diese Activity-Tracker, diese Armbänder, manche glauben, die Smartwatches werden das nächste sein. Da bin ich eher skeptisch. Ich denke, dass es weiter in diesem Fitness-Sportbereich geht, Richtung Gesundheit und Healthcare. Also beispielsweise diese Weste von Atos, die jetzt demnächst auf den Markt kommt, die über Sensoren angeblich messen kann, wie du deine Muskeln anspannst beim Sport, ob du das jetzt richtig machst oder eben falsch. Und wenn wir das ein bisschen weiterdenken Richtung Healthcare, dann kann ich das natürlich auch für Reha-Maßnahmen nutzen, wenn ich irgendwie mein Knie kaputt habe und das entsprechend beim Krankengymnastik wieder fit kriegen muss, dann kann ich das mit so einem Device eben steuern, mit einer App, und da sind ganz viele andere Anwendungsfälle möglich. Okay, sehr viele Anwendungsfälle. Du sprichst es gerade an. Was bedeutet das für die Produktentwicklung? Ja, es ist, wie ich vorhin sagte, es ist deutlich einfacher geworden, heute ein Produkt zu entwickeln, wo ich früher nur eine App entwickeln konnte. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die Monetarisierungsstrategie anschauen, wird es zunehmend schwerer, rein mit verkaufbaren Apps, also Apps, die einen Preis haben, Geld zu verdienen, da die Updates ja kostenlos sind grundsätzlich. Das hat sich Apple mal so ausgedacht und seitdem sind die Updates kostenlos. Das war in der klassischen Softwareentwicklung nie der Fall. Da haben Updates immer Geld gekostet. Bisher wurde das durch das Marktwachstum aufgefangen. Das geht mittlerweile so nicht mehr, weil den Aufwand, den ich reinstecken muss in so ein iOS 7 Update zum Beispiel, der ist relativ gewaltig. Und dadurch liegt eine neue Chance darin, jetzt eben über Services Geld zu verdienen. Und Services kann eben zum Beispiel auch ein Stück Hardware sein. Kann es dann auch bedeuten, dass ich mir einen neuen Service zu dem Stück Hardware, das ich schon besitze, dazu kaufe? Wird die spannende Frage sein. Fällt mir sowas ein? Um welche Hardware geht es? Auch wo landen zum Schluss die Daten? Bisher sind das ja noch so Tresore. Also jeder Anbieter von Fitness-Trackern speichert die Daten ja erstmal bei sich. Apple möchte, dass er sie rausgibt über HealthKit. Werden wir sehen, ob das funktioniert. Google hat was Ähnliches angekündigt jetzt. Wir haben jetzt zum Beispiel erste Aktion haben wir jetzt schon gesehen von Jawbone. Interessanterweise dem amerikanischen Anbieter, Fitbit sind ja Franzosen, die letzte Woche eine anonymisierte Statistik rausgegeben haben bei dem kleinen Erdbeben, das es in Kalifornien gab. Hat man gesehen, wer ist wach geworden? Also die sammeln alle Daten und sie aggregieren die auch und jetzt haben sie zum ersten Mal rausgegeben und haben mir halt gesagt, ja, in der und der und der Stadt sind so und so viel Prozent aufgewacht, das heißt, da muss es besonders schlimm gewesen sein. Das wird eine spannende Frage für die Zukunft. Wer aggregiert mir die Daten und wem gehören die und wo liegen die eigentlich? Großer Markt für Krankenkassen vor allem, nicht mal. Okay, kommen wir zu dem letzten großen Streitpunkt, der schon seit Jahren, jedes Jahr, also das nächste Jahr garantiert kommen wird, Augmented Reality. Kommt's nicht? Was ist da los? Ist doch längst da. Ach so, ist schon du siehst da. Es noch nicht. Also Augmented Reality ist eins dieser
Bremen, das mal ganz oben auf dem Gartner Hypecycle war und jetzt wieder so auf diesem Tal der Ernüchterung sich befindet, das aber eigentlich nicht mehr weggeht. Also sei es die Virtual Windshield im Auto, wir werden garantiert Gesichtserkennung kriegen. Noch traut sich es keiner, die Technologie ist längst fertig. Ich glaube weniger, dass es in Richtung Smart Glasses geht. Das wird ein Nischenmarkt bleiben für Industrieprodukte und Anwendungen. Aber angefangen von der Torlinientechnik im Fußball und diese Geschichten. Und wenn es relativ ist, längst da. Es ist nur nicht mehr so spektakulär, wie es noch vor ein, zwei Jahren war. Markus, vielen Dank für die Einschätzung. Immer gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Immer gerne.